An der Spitze der Insel New Britain liegt die Stadt Rabaul, einst von Deutschen gegründet. Ein Vulkanausbruch vergrub Rabaul 1994 unter meterhoher Asche. Nur wenige Bewohner blieben und wagten den Wiederaufbau. Denn der Tawuawua ist heute noch ein aktiver Vulkan. Ihm gegenüber liegt die Insel Matupit. Vor 130 Jahren landeten hier drei Herz-Jesu-Missionare. Mit ihnen begann die dauerhafte katholische Evangelisierung des Landes. Auch der Erzbischof von Rabaul, Karl Hesse, gehört zu diesem Orden. 1966 kam der Sauerländer nach Papua-Neuguinea. So meine Aufgabe war, Pfarrer zu sein unter Menschen, die nicht anerkannt waren von den Nachbarn als Menschen, die von der Regierung fast überhaupt keine Unterstützung bekamen. Menschen, von denen man sagte, ist auch geschrieben worden, dass sie keine Aussicht hätten zu überleben. So hatte ich die Aufgabe, diesen Menschen ein Selbstbewusstsein zu geben. Durch den Glauben, durch die Verkündigung, nicht so sehr des Wortes, aber der Taten, mit den Menschen zu leben und ihnen wirklich Christus vorzuleben und ihnen zu zeigen, was es heißt, ein Christ zu sein. Jetzt hat Erzbischof Hesse sein Amt übergeben. Ein Abschiedsgeschenk zeigt die Insel New Britain. Diese jungen Frauen stehen am Anfang ihres Ordenslebens. Ihr Noviziat hat gerade begonnen. Eine von ihnen ist Diana Sefo. Bei den Herz-Jesu-Schwestern wird sie auf ein Leben im Orden vorbereitet. Diana lernte die Schwestern bereits als Schülerin kennen. Wir freundeten uns mit den Herz-Jesu-Schwestern an. Wir besuchten ihren Konvent und halfen ihnen mit allem, was es so zu tun gab. Dabei lernte ich einige näher kennen, auch die jüngeren Schwestern. Ich erzählte ihnen von meinem Wunsch, eine von ihnen zu werden. Ich möchte mich gerne in der Pastoralarbeit engagieren, Menschen besuchen, Müttern und Jugendlichen helfen. Dianas Wunsch verfestigte sich durch ein dramatisches Erlebnis. Sie überlebte ein Schiffsunglück. Wenn Gott nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht gestorben. Aber weil er einen Plan für mich hat, rettete er mich vor dem Tod. Auf dem Weg zur Sonntagsmesse nach Matupit. Der Tawuawua raucht. Manchmal spuckt er auch Asche. Die Gottesdienstbesucher schreckt das nicht. Die Matupi, so heißen die Dorfbewohner, haben sich an ihren gefährlichen Nachbarn gewöhnt. Sie vertrauen auf Gott und auf seinen Schutz. Die Matupi sind sehr gläubig. Neben der katholischen Gemeinschaft gibt es auf der Insel eine methodistische Gemeinschaft und die Adventisten des siebten Tages. Diese Männer machen sich am nächsten Tag auf zum Fuß des Vulkans. Lava heizt das Wasser auf. Die Männer sind auf der Suche nach den Eiern des Bismarckhuhns. Es legt die Eier tief in die warmen Flanken des Vulkans. Mit seiner warmen Asche brütet der Vulkan sie gewissermaßen aus. Das Dorf hat die Gebiete aufgeteilt. Hier suchen die Katholiken. Methodisten und Adventisten graben in anderen Abschnitten. Mika Malom muss tief buddeln, um fündig zu werden. Die Eier sind größer als gewöhnliche Hühnereier und eine Delikatesse. An guten Tagen buddelt er 50 Eier aus. Eine sehr anstrengende Arbeit, nach der jede Abkühlung willkommen ist. Die Menschen am Tawuawua besitzen nicht viel. Aber sie leben mit der Natur und einem tiefen Gottvertrauen.